Moin meine Tube und herzlich willkommen zum Turnierbericht der YCS London, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat und wo ich zusammen mit Sören und Daniel mit teilgenommen haben. Ja, den größten Teil rund um das Turnier und Comic-Con werdet ihr noch in einem separaten Vlog sehen, der am Sonntag kommen wird, der auch noch interessant sein wird, wie ich den zusammenschneide. Ich habe gar nicht so viel aufgenommen, aber ich glaube, da kriegen wir das ein oder andere noch zusammengedödelt, dass das ein cooles Video wird. Heute reden wir so ein bisschen einmal über das Deck, was ich eigentlich gespielt habe und so ein paar Sachen, die ich so halt mitgenommen habe von drüben. Zum Main Event habe ich jetzt nicht viel zu verlieren. Ich bin nach 2-2 bin ich gedroppt aufgrund, in der vierten Runde habe ich halt gegen einen italienischen Mitspieler gespielt, der versucht hat, wie sagt man das am besten, biologische Defizite damit auszugleichen, indem er meinen Zug, in dem ich noch 2 Minuten hatte, von der Draw-Phase bis zur Main-Phase so lange hinzuzögern, damit ich niemals ihn angreifen kann. Und das auf so eine eklatante Art und Weise, wo er permanent auf die Uhr nur noch geschaut hat und permanent einfach sagt, ja, Checking und bla bla bla, oder am Ende nur noch Karten für LOLs aktiviert hat, um diese Zeit nur auszuschalten, damit er nicht verliert, weil ich hatte einfach alles in der Hand gehabt, um ihn erstmal umzuhauen und dann halt entsprechend noch meine Kombo hinterher noch hinzulegen, selbst wenn halt noch Zeit gewesen wäre. Was ich sehr, sehr schade fand, weil das war schon wirklich unter aller Sau. Persönlich mag ich sowas gar nicht. Also ich finde, in Yugi gibt es genauso einen Sportsgeist, wie es in jedem anderen Sport gibt. Und irgendwo, wenn man halt versucht, dann mit solchen shady Mitteln halt sowas durchzuprügeln, ist das schon ein bisschen traurig. War das erste Mal für mich, dass sowas bei mir halt passiert ist, wo man das so offensichtlich gesehen hat. Es waren halt nur noch 2 Minuten auf der Uhr, deswegen entsprechend konnte ich nicht so handeln, wie ich das eigentlich ab jetzt handeln werde. Das nächste Mal, wenn halt sowas nochmal passiert, werde ich entsprechend, sobald ich den Gegner 1-2 Mal auf die Uhr so penetrant gucken sehe, werde ich sofort den Judge ranholen und einfach mit dem daneben spielen und dann schauen wir mal, ob er dann weiterhin so agiert oder nicht. Weil das war schon wirklich armselig. Ansonsten, die ersten 2 Runden waren halt super, habe ich gewonnen und in der 3. Runde hatte ich die Ehre gegen Jack Werner, glaube ich heißt er, zu spielen, den deutschen Meister. Und er hat auch der Altergeist gespielt, habe ich verloren, das war halt die 3. Runde und da merkt man noch so ein bisschen den Unterschied. Also ich muss wirklich mal wieder zurück in mein Game kommen, ich bin zu lange raus gewesen, gegen Ende in der 2. Runde, wurde dann halt so schnell, ich war mit meinem Deck nicht so bewandelt, hat er mich halt quasi im kurz vom Timer ausgedeckt, aber nichtsdestotrotz, das Spiel war amazing, super angenehmer, cooler Dude, also das Spiel mit ihm hat sehr viel Spaß gemacht und wenn es halt jetzt in dieser 4. Runde jetzt nicht zu diesem komischen Gegner da gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch noch weitergespielt. Da Daniel hat zum Beispiel das halt gemacht, der ist dann am Ende bis Day 2 sogar gekommen, weil er zu 1-1 Day 1 durchging, glaube ich, zu 1-1 oder 2-1, irgendwie so ging er durch und dann, nee, ich glaube 2-1 ist er durchgegangen und hat halt dann Day 2 noch gespielt, bis er in der 10. Runde dann halt seinen 3. Loss hatte. Hätte ich halt genauso gut durchziehen können, weil er hat von da an halt auch nur noch Siege reingeholt. Aber ich hatte halt keine Lust. Ich habe mir dann gesagt, okay, das ist mir egal. Ich gucke mir jetzt dann halt lieber die Comic-Con an und mache lieber Public Events, weil ich habe keine Lust mehr auf solche, wie nennt man das? Ich möchte auf jeden Fall das Turnier gewinnen, um jeglichen Preis, Leute, mich damit noch abgeben zu müssen, weil auf den Public Events ist es deutlich entspannter. Und da habe ich dann mein Deck pilotiert und es lief ordentlich gut. Aber bevor wir dahin kommen, zeige ich euch vielleicht einmal das Deck, was ich gespielt habe, damit ihr auch ein bisschen Kontext habt zu dem ganzen Kram, warum und wie ich was gespielt habe. Ich wollte eigentlich ursprünglich irgendwas mit Cyberdrachen spielen, habe gesagt, Cyberdrachen Pure ist nicht so geil. Aber mit Orcus kann man das ja immer noch so ein bisschen kombinieren. Das war halt, blieb da ein bisschen im letzten Format. Da habe ich es ja jetzt nicht so gespielt, aber ich habe das zum letzten Mal Orcus zum Beispiel auf der Europameisterschaft gespielt, wo wir das halt mit Crusader kombiniert hatten. Da dachte ich mir, okay, gut, dann spiele ich das Deck halt nochmal. Und Daniel hat das auch gespielt, in einer etwas anderen Variante, etwas mehr einfach Going Second als ich. Nicht so Cyberdrangs orientiert, weil ich wollte halt einfach wirklich ein bisschen Cyberdrang orientiertes spielen. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das Deck lief auch sehr, sehr gut eigentlich. Ich hätte Main Event wahrscheinlich auch noch deutlich besser abschneiden können, hätte ich Lust gehabt, noch weiter zu spielen. Auf jeden Fall lief es in den Public Events halt auch sehr, sehr gut, bis auf einige Ausnahmen, aber auf die können wir dann halt gleich mal drauf kommen, wenn man so ein bisschen über das Deck geht, weil hier gibt es definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ich habe das Deck halt eine Woche vorher zum ersten Mal angefasst und habe es dann aber halt auch schon ein bisschen mehr geübt, sodass ich halt auf jeden Fall ready bin. Und ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen so die Richtung, in die ich das spielen wollte. Ich würde sagen, ich steige einfach mal ein.
Dreimal Orkus Tafenhorror, weil wichtig für Kombos. Orkus Albtraumritter auch auf 2. Ihr habt das ja schon mal von einem etwa halben Jahr gesehen. Da haben wir ja schon ein paar Mal Orkus Engine irgendwo hier und da gespielt. Die machen immer noch das Gleiche. Dann zweimal das Beckenskelett. Einige spielen gerne auf 1, die anderen halt alle auf 3 gerne. Ich habe mich entsprechend dagegen entschieden, weil ich halt Cyberdranks mehr spiele und deswegen irgendwo Platz finden muss. Dreimal die Blechbombarde, die halt ja quasi alleine auch Combo ganz gut sein kann. Wenn man halt einen von den beiden halt in der Hand hat, dann kann man von da aus die Combo starten. Ein Weltstab. Das ist so ungefähr jetzt quasi die Orkus Engine, die man drin spielt für seine normalen Combos. Will ich euch gleich nochmal ein paar oder eine Combo einmal zeigen. Die halt so ein bisschen cool ist damit quasi gesagt. Dann haben wir für die Mill-Karten, die halt einfach unsere Hafenhorror oder halt je nachdem, was wir halt sonst gerade so brauchen, den Friedhof pflegen, spielen wir 2 Schrott-Recycler, einen Armageddon-Ritter und einen finsteren Greffer. Lässt sich... Kann man anpassen, wie man möchte. Man kann 3 Schrott-Recycler spielen, man kann 2 davon spielen, man kann auch alle Karten einmal spielen und dann halt noch Mathematiker dazu, der kann ja auch millen. Insgesamt sind die halt das hier, die halt die flexibelsten Miller, muss ich mal sagen. Eher weil er halt Maschinen hinlegt und er Finsternis, damit ist man eigentlich auf nichts wirklich eingeschränkt, weil es eigentlich das gesamte Themendeck angeht. Der Mathematiker ist ein bisschen eingeschränkt wegen Stufe 4 und so und er ist ein bisschen eingeschränkt, weil je nachdem, wenn man halt keine Hand hat, macht er halt wirklich gar nichts. Also wenn man wirklich keine Finsternismonster eröffnet, halt sie Handtraps oder halt allgemein Spell-Traps. Aber das ist halt so ein bisschen die beste Kombo, was halt für den Mathematiker spricht, im Gegensatz zum Schrott-Recycler. Man kann besser durch There Can Only Be One spielen, weil man halt die Maschine halt sich nicht aufzwingt aufs Feld, sodass man halt keine anderen Monster mehr rausholen kann und er auch allgemein schwächer ist, da kann man sich ein bisschen entscheiden, wie man spielen wollte. Das war jetzt meine Ratio. Ich hatte ursprünglich wirklich jeden einmal gespielt, habe mich dann mal dafür entschieden, einzucutten, damit ich meine 20 Monster auf die Deckliste kriege, ansonsten wäre das halt vollgelaufen. Hört sich zwar zuerst nach einem dummen Grund an, aber ja, ich hatte keine Lust, jetzt irgendwie noch manuell was auf die Liste zu schreiben und außerdem sind das halt eigentlich im Grunde genommen die besseren Mills. Auch wenn es trotzdem öfter mal mit There Can Only Be One schon gut gewesen wäre, mal den Mathematiker stattdessen zu haben. Dann als Extender jeweils eine Gefahrkarte von den ganz guten Mottenmann dazu halt noch, weil er halt direkt dann halt die Teile millen kann, das ist ziemlich gut. Mehr davon braucht man nicht, man kann mehr spielen, aber ist nicht so wichtig, weil man die Karten... der Special Summon ist nur gut, wenn man halt in die Combo gehen will mit Curious, den spiele ich auch. Aber das ist eigentlich nicht so mein Primärziel, ich spiele ja mit Cyberdranks und so und Contact Fusion und so den ganzen Kram. Da ist dann ein bisschen der Platz eng und da möchte ich halt eher dann doch schon den Mottenmann resolven irgendwie, wenn ich schon einen Danger habe, damit ich halt mehr Mill-Action reinbekomme. Und ansonsten sie halt für die Draws da und halt als Extenders, wenn man halt irgendwie halt... Wo ich sie halt sehr, sehr gut fand, waren halt natürlich gegen der Can Only Be One, weil die halt alle unterschiedliche Typen sind. Und dann kann ich halt über die halt auch meistens dann den Phoenix gehen und den dann loswerden. Das war halt immer gute Entwicklungsstrategie. Dann die Cyberdrachen, die ich drin gespielt habe. Ratio hat mir super gut gefallen. Jeden einmal. Einmal Nächster, einmal Drachenmark und einmal Cyberdragon. Man clockt nicht, man brickt kaum mit denen, man hat nicht zu viele von denen. Man kann die eh alle suchen, weil ich spiele auch dreimal die Search-Karte von denen. Bietet gute Utility für als Combo-Extender, als Field-Breaker oder als interessante weiteren Extender für noch eine Trap, wo man halt Normal Summon sonst gar nicht gebraucht. Oder als gute Contact Fuse mit dann der Trap danach, dass man was Gutes hat gegen den generischen Spielzug. Also super geile Utility, muss ich sagen. Und hat mir perfekt gefallen in dieser Ratio. Also ich fand das jetzt nicht zu overcloggy. Und dann Gizmek Goroshi als Combo-Teil dazu, weil den kann man halt schön mit topologischen Bomberdrachen benutzen. Und halt allgemein halt einfach als Stun-Krate oder einfach im generischen Spielzug beschwören, bevor irgendwelche komischen Traps umgedreht werden. Dann meine Handtraps habe ich 2 Aschenblüte und 3 Nibiru gespielt. Ihr müsst zugestehen, Nibiru, ja klar, ist gute Karte. Ash gefällt mir dort trotzdem mehr. Ich habe Nibiru so oft in der Hand gehabt, er war so ein Ultra-Brick. Ich hätte mit Ash wenigstens über Normal Summon halt wenigstens eine Combo machen können. Ich hätte vernünftige Karten aufhalten können. Jedes Mal, wenn ich ihn hatte, habe ich gegen Deck gespielt, wogegen er kacke war. Oder das Gegnerische hat dann nur 4 Summons gemacht. Und das einzige Mal, wo ich ihn halt wirklich gezündet habe, war in einem Public-Event gegen halt Rockets oder so, die halt mega abdönern, was Special Summons angeht. Und da war das einzige Mal wirklich gut. Ansonsten gegen alle anderen Matchups ist er meistens Trash gewesen. Da habe ich mir lieber andere Handtraps gewünscht. Ich glaube, das nächste Mal swap ich die Ratios. Ich habe das letztes Mal schon falsch gemacht. Also, oder halt mich dafür entschieden und fand das im Nachhinein nicht so gut. Und dieses Mal fand ich es schon wieder nicht so gut. Und Ash hat mir deutlich mehr gefallen, die ich auch meistens dann reingebordet habe. Und ihn ja sowieso mal... Also, der ist ja meistens fast immer rausgeflogen aus meinem Main-Deck, weil der halt... Ja,
nicht so geil war halt wie die meisten Matchups. Und das ist dann so halt der Monster-Count. Dann kommen wir zu den Spells. Da haben wir einmal eine orchestrierte Rückkehr. Kann man auch auf 3 spielen und auf dem Deck und in dem Deck und auf 2. Dadurch, dass ich die Cyber Dragon Engine spiele, ist das ein bisschen brickanfälliger mit der Karte. Deswegen spiele ich sie lieber nur einmal. Ich kann sie setzen. Und mit den anderen Kombinationen von den anderen Orchestrierten hat man halt immer eine super flexible Toolbox. Je nachdem, was man schon gezogen hat, dass man das andere sich dann nachholt. Ich hatte einmal quasi den Brick, der aber Monster-Tits-Kombo war, wo ich halt Babel eröffnet habe, Crescendo, Rückkehr und Harfe in der Hand und einen Cyber-Dragon, glaube ich, einen Cyber-Dragon-Core, glaube ich. Damit habe ich halt Mega-Kombo hingelegt, weil ich zwar eigentlich theoretisch alle Spell and Trap schon gezogen hatte, aber dadurch, dass ich halt den Draw kriegen konnte mit dem Discard und von da aus halt die ganzen Kombos machen konnte, ist es dann halt eine schöne Extension gewesen. Ich finde es auf 3 ist ein bisschen Overkill manchmal, weil sie halt auch nur once per turn ist und dann liegt sie halt nur in der Hand und dann möchte ich lieber diese Bricks lieber vermeiden, weil ich habe ja schon Cyber-Dragons, mit denen ich theoretisch halt je nach Hand halt nicht so gut vorankommen kann. Aber das Deck ist halt Cyberdrank Center, deswegen habe ich gesagt, die Orcus müssen da ein bisschen einstecken. Dann Babel als unsere Killer gegnerischen Spielzugspielkarte und dann dreimal Cyber Notfall als Searcher und Verstärkung für die Armee für unsere Combo Pieces. Das ist halt für unsere Cyber Engine, um halt Sachen wegzufusionieren. Das macht Spaß und das holt halt unseren Armageddon Ritter oder unseren finsteren Greffer und Foolish Burial als super geilen Extender. Lass mich mal überlegen. Ich habe Foolish nicht einmal gesehen, das gesamte Wochenende. Huh. Lol. Ist eine sehr gute Extended-Karte. Ich habe den nicht einmal gesehen. Als hätte ich den nicht gespielt. Huh. Interesting. Ja, gute Karte halt, weil man direkt braucht man halt nur noch beliebiges Monster ausfällt und dann kann man los mit seiner Kombo loslegen. Dann Kybernetischer Überfluss, eine sehr, sehr starke und gute Karte. Finde ich sehr gut zusammen mit Cyber Dragon Core. Super Removal, glaube ich, würde ich jetzt auch normal Cyber Dragon spielen. Hab sie damals halt so ein bisschen belächelt. Finde ich sehr, sehr gut. Gutes Removal. Non-Targeting. Ich entscheide im Resolve, wie viel ich banische. Sie ist suchbar und sie search mir einfach dann ansonsten Emergency, wenn das halt weggeschossen wird. Also, was will man mehr? Das ist halt schon richtig gut. Dann haben wir dreimal unendliche Unbeständigkeit, passend zum Cyber-Thema. Cyber Dragon Infinity. Sehr gute Karte, hat mir sehr gut gefallen in allen Matchups. Damit halt eine Galatea zu alleine schon zu negaten, ist meistens die halbe Miete, wenn er nicht gerade hardcoded mit Karten beginnt. Was bei mir halt zum Beispiel der Fall war, wo ich diese alle 4 Karten eröffnet habe und der dann meine Galatea annulliert hat, um mir meine zweite Crescendo setzen zu wollen, wo ich dann sowieso schon eine Crescendo hatte und das einfach ein easy bait war von meiner Seite aus. Kann es natürlich sein, wo man halt nicht mit einer der Karten startet und man der Gegner ist, damit halt komplett halt den Rest der Combo aufhält, weil dann fehlt halt ein essentielles Teil, nämlich Babel meistens auf dem Spielfeld, damit man vernünftig spielen kann. So kann man halt gut im Mirror-Match mit einer Karte relativ schnell für Ruhe sorgen, was ziemlich gut ist. Und dann 2 Crescendos habe ich gespielt. Einige spielen 3, einige spielen 1. Jeder macht das so, wie er will. Ich fand 2 super. Je nachdem, ob ich Second gehe, habe ich manchmal eine rausgebordet, manchmal nicht, je nachdem, wie gerade Platz war. Sehr, sehr gute Karte, auch auf 2 vollkommen in Ordnung. Und ja, wenn man sie halt gemillt kriegt irgendwie, wobei ich nicht weiß, ob das irgendwie geht, im First Turn, dann kann man halt theoretisch suchen, man muss halt gucken, weil meistens, wenn man sie in den Friedhof legt, ist es ein Danger und dann hat man schon was gespecialt, was Crescendo dann nicht mehr aktivieren erlaubt. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, bei den Extra Deck haben wir Linkoribo, damit wir unsere Blechbombarde weglegen können, einfach um von da aus die Kombos zu machen. Wir machen Blechbombarde, dann den Friedhof, banischen sie und special was von Hand. IP Mascarena, da kommen wir gleich noch zu ein bisschen Kombos, die ich euch ein bisschen zeigen, oder eine Kombo, die ich euch zeigen möchte, was halt jetzt spielbarer geworden ist. Das ist mit die eine einzige Neu-Addition in dem Deck aus dem brandneuen Set, die wir reingepackt haben und die halt quasi eine Ein-Karten-Kombo wieder ermöglicht. Das erinnert so ein bisschen dann, dass man, also als ob man wieder Dings spielen würde, als ob man Albtraumritterin Meerjungfrau spielen würde. Dann Albtraumritter Phönix und Einhorn als Removal waren sehr gut. Das Einhorn gefällt mir vor allem sehr, sehr gut mit Mascarena zusammen, dass man oft die Option hat, dann auch einfach ins Einhorn gehen zu können im gegnerischen Spielzug, wenn man halt nicht gerade in ein anderes Monster gehen möchte, was halt gerade wichtig ist für die Kombos. Dann Curious ist halt so der letzte Endbricker, den man noch so zusammenholen kann, wenn man halt wirklich nichts eröffnet mit von der Engine, dann kann er halt theoretisch, wenn man halt diese 3 Finsternismonster hat, kann man daraus halt endlich den Müll machen, damit man in seine Kombos geht. Ist ziemlich gut. Sein Random Müll ist auch manchmal nice. Manchmal liegen dann Cyber Dragons dann drin für die kybernetische Karte da. Dann Kaliberschwert für OTKs. Topologik Bomberdrache ist halt, wenn man mit Finsterer Greffer eröffnet und dann entsprechend entweder Albtraumritter in der Hand hat oder entsprechend die Hafenhorror, dann ist das meistens direkt der Bomberdrache aus
zwei Karten quasi. Und drei Interruption gegnerischen Spielzug, was halt ziemlich geil ist. Dann dreimal Galatea. Hier wollte ich keine Kompromisse eingehen. Ich habe halt entsprechend. Ich wollte ursprünglich die neben den Cyberdranks auch noch die Instant Fusion Engine spielen mit Shadows. Wurde dann zu eng und habe dann gesagt, nee, dann ich möchte lieber den Curio spielen, ich möchte lieber drei Galatea. Da habe ich gesagt, dann spiele ich das so. Die dritte Galatea kam, glaube ich, das ein oder andere Mal zum Einsatz, aber dann war das dann halt so wirklich ein hartes Ressourcen-Game. Der Longirso, der mit dazugehört für die Kombos und der Dingirso, die halt wichtig sind, um entsprechend die Felder aufzubauen und dann die zwei Chimera-Techs, um entsprechend die Felder weg zu fusionieren. Dann haben wir eine Ash. Zweite Faklonginus-Lanze im Side-Deck. Die eine Ash halt, weil ich schon zwei Main spiele. Würde ich wahrscheinlich gegen die Biro umswitchen das nächste Mal. Longinus-Lanze. Gute Seite-Karte, ich glaube, die muss man halt auf 3 spielen, damit man sie zieht. Also auf 2 habe ich sie nie gesehen, leider. An sich eine gute Seite-Karte halt. Für Mirror-Matches, für gegen Thunderdranks, Pankratops. Pankratops muss man gucken. Ich weiß nicht, ob ich den spielen. Er ist gut, wenn man die Cyberdrang Engine komplett rausboardet. Das passiert, wenn man gegen Anti spielt, wie Altergeist oder sowas wie Subterrors oder sowas, was extrem viel Backrow spielt. Dann boardet man lieber die ganzen Hate, diesen ganzen Extra-Deck-Hate raus, den man spielt, die ganze Cyber-Dragon-Engine und packt dann lieber Pankratops mit Zwillingstwistern rein und dann halt auch die Evenlies rein, damit man halt diese Backrow einfach loswerden kann. Ansonsten, die zusammen beißen sich halt oft mal, wenn man halt beide eröffnet, Cyber-Dragons und Pankratops, beißt sich manchmal auf dem Spielfeld. Dann haben wir zweimal Gedankenkontrolle. Fand ich nicht so gut. War okay, glaube ich, in den meisten Matchups. Ist aber nicht so wichtig gewesen. Ich glaube, würde ich mir lieber einen Galaxy Cyclone oder so wünschen, die ich vielleicht im Main oder im Side-Deck spielen würde. Kein dunkler Herrscher mehr. Ist für die Matchups, wo die halt einfach wirklich immer diese fetten Felder hinlegen. Vor allem so gegen Thunderdranks, finde ich, das macht einfach mehr als eine Infinite Impermanence. Fand ich in diesem Einsatzzweck ganz gut. Oder halt allgemein gegen diese halt Mega Stunboards, ich glaube, Dragon Link Stuff so, da kann man das halt gut dagegen benutzen. Und Drama ausgeglichener Zweikampf gegen Rogue vor allem, um halt entsprechend die Backrow loszuwerden. So, insgesamt habe ich dann halt nochmal zwei Public Events gespielt, nämlich zweimal das Double Up Event. Deswegen habe ich jetzt mir wieder die Coins gesammelt und die Booster-Dinger, die man halt einlösen kann bei Konami. Ich habe einmal 5 für das Haupt-Event und dann halt nochmal 8 für die Public Events, weil ich zweimal Double Up gemacht habe. Da gibt es halt 2x2, also 4 Stück. Hab jetzt nochmal, was sind es überhaupt, 13 Stück insgesamt gesichert. Das zusammen mit unseren 15, die wir schon haben, ist das 28. Das heißt, wir können schon mindestens ein Display mal einfach mal abholen, statt Teilnehmerpacks so random zu haben. Passend dazu wird es auch entsprechend am Mittwoch, noch ein besonderes Turnier-Opening-Video geben, weil Sören hat seine 15 eingelöst und hat dementsprechend ein Opening gemacht, was mal ein bisschen ein anderes Turnier-Opening ist, in etwas entspannteren Atmosphäre und mit etwas mehr Boostern als üblicherweise für eine Person, sagen wir es mal, das wird es dann morgen geben. Ich habe halt entsprechend halt diese zwei Public-Events gemacht. Am Samstag war ich halt noch ein bisschen corny, oder wie man es sagt, nach dem Erlebnis, bin am Ende dann halt 2-2 gegangen, was ganz okay war. Da habe ich halt meine ersten 4 Punkte gesammelt. Hab halt zwischendurch halt mir diese Matte hier gesichert. Das ist die Matte, die passend zum Event war, weil die beiden Sprecher ja mit am Start waren von hier von Mai und Pegasus. Und die habe ich mir halt gesichert. Man sieht schon so ein bisschen wirklich halt, wie diese Artworks nicht ganz reichen. Also hier, das wird schon echt, ich weiß nicht, ob man das auf dem 4K erkennt so, das franzt schon ordentlich aus hier in Real Life, wenn man das sich so ansieht, sind die Artworks nicht mehr so hochauflösend. Die habe ich mir halt dort gekauft, relativ teuer, 35 Euro, also Die waren schon mal günstiger, so 30 Pfund, glaube ich. Und ich glaube, die Quasar-Matte ging damals 20 Pfund oder so. Also es wird immer ein bisschen happiger. Ich glaube, das nennt man Inflation, glaube ich, so mit der Zeit. Aber trotzdem eine sehr coole Matte, die habe ich mir da gesichert. Und halt, wie gesagt, 2-2 gegangen am ersten Tag in dem ersten Event. Habe halt 4 Punkte gesammelt. Dann ging es halt für den Day 2. Und da habe ich halt noch im Vornherein halt noch wieder diese Minispiele gemacht. Und habe dann das Glücksrad drehen lassen. Und habe ich gesagt, ja, dann gib mir doch mal den Yugi. Also der Yugi ist halt immer der Hauptlotteriewin. Das ist da, wo man halt entsprechend dann die Matte bekommt. Und der hat dann gedreht und wir haben dann tatsächlich den Yugi getroffen, was am Ende halt die Firewall-Dragon-Matte ist mit Yusaku drauf. Ich bin etwas verwirrt. Ich glaube, ich dachte, ich hätte die Matte gehabt. Ich weiß, dass Sören sie hat, definitiv. Er hatte die halt auf der EM vor, glaube ich, 2 Jahren ausgelost gekriegt oder vor einem Jahr. Und ich dachte, ich hätte die auch. Aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich habe die auch nicht. Also irgendwo ist irgendwas in meinen Erinnerungen falsch abgespeichert. Also die ist dann anscheinend auch neu. Die haben wir dann halt auch dazu bekommen, was ziemlich cool ist. Damit sind wir dann halt letzten Tag haben wir halt auch nochmal gespielt. Und haben dann
Nochmal Publics gemacht, nochmal das Double-Up-Event und sind dann im Endeffekt 3-1 durchgegangen, was ziemlich gut war. Und womit wir dann nochmal 12 Punkte bekommen haben und dann insgesamt halt 16 Punkte insgesamt gesammelt haben, wo ich dann die Entscheidung hatte, okay, nehme ich jetzt mir 2-8-Punkte-Matten. Das sind halt so Structure-Deck-Events-Matten oder Winamat-Mats. Dann gibt es die 12-Punkte-Matten, was ältere Regional-Mats sind, was unter anderem halt auch dieser coole Extreme Force-Matte ist mit S-Ruger drauf. Die wollte ich unbedingt, aber dann habe ich gesagt, nee, wir nehmen mal lieber was Aktuelles. Das sind halt die, die immer 16 Punkte gehen. Dann nehmen wir uns doch mal was Aktuelles, sowas wie die gute alte Appaloosa, die aktuelle, oder jetzt gerade nicht mehr aktuelle Regional Mat von Rising Rampage. Jetzt wird sie ja von Chaos Impact abgelöst. Und ich dachte mir, ich sichere sie mir einfach mal früher, dann habe ich sie jetzt einfach mal und ich hoffe darauf, dass Saruja vielleicht beim nächsten Mal einfach eine gute Option ist. Also in Italien, dass ich mir die dort vielleicht sichern kann. Und ja, die sieht wunderschön aus. Und ich habe ja gesagt, ich will euch vielleicht nochmal eine Combo zeigen. Zeige ich euch auch nochmal. Von der einen Kartenkombo, die ich euch halt erzählt habe. Da braucht ihr halt nur irgendeinen der Monster, das millen kann. Also jetzt nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einmal Gönnernritter, das kann halt genauso gut auch Schrottrecycler, Mathematiker sein, whatever. Wir normeln den, nutzen seinen Effekt und legen mit ihm auf den Friedhof. Und wo ist er denn? Die Hafenhorror, dann nutzen wir ihren Effekt, wir verbannen sie. Und Spezialbeschwörung Alpraumritter, nutzen ihren Effekt. Nutzen den Effekt, genau. Wir linken mit denen zusammen in... Wo ist sie denn? In Galatea. Dop. Dann aktivieren wir unseren Albtraumritter, targeten sie, um den Attack-Push zu kriegen. Okay, jetzt sieht man es vielleicht nicht so schön. Ich schiebe das mal einfach meine Reihe weiter runter. Es sieht ein bisschen merkwürdig jetzt aus von den Zonen, aber dann erkennt ihr es wenigstens. Das ist die Banished Stone aus der Friedhof. Aktivieren das, legen dafür auf den Friedhof. Aus dem Deck. Wo ist sie denn? Die Weltvermächtnis Weltlands auf dem Friedhof. Aktivieren ihren Effekt. Holen uns jetzt. Eigentlich ist es egal, wie wir zu uns zurückholen. Je nachdem, was ihr für eine Handtrap erwartet, finde ich meistens den Albtraumritter. Ich finde den Albtraumritter einfach flexibler im Grave als den Hafenhorror, weil der Albtraumritter kann sowieso den Hafenhorror im gegnerischen Spielzug zurücklegen. Deswegen will ich den meistens eher lieber zurückhaben als das Hafenhorror. Dann aktivieren Galatea. Schaffen die wieder zurück ins Deck und holen uns unsere Babel. Da ist sie. Setzen sie sie aufs Feld und aktivieren sie dann. Und jetzt gehen wir für den Girsu und holen uns halt das andere Teil. Deswegen ist es normalerweise egal, was man macht, weil die beiden landen im Endeffekt dann wieder im Friedhof. Liegen die beiden im Grave. Und was man jetzt macht, ist, man geht mit den beiden in die Linkbeschwörung und geht in Mascarena. Die neue Karte. Deswegen halt diese Ein-Karten-Kombo so cool ist. So, man beschwört halt Mascarena. Und damit beendet man jetzt ein Feld. Das war jetzt erstmal eine Karte. Die anderen vier können halt Handtraps sein oder schon Traps, die man schon vorher hatte. Dann gibt man den Gegner ab. Und dann in seiner Draw- oder Stamperphase fängt man dann erstmal an, mit seinen Orcusts vorzuarbeiten. Man aktiviert zuerst den Hafenhorror und holt sich aus dem Deck einmal die Blechbombarde. Wo ist sie denn? Da ist sie. Dann special wir sie aufs Feld. Dann haben wir jetzt ab hier ein paar Möglichkeiten, die wir machen können. Also, je nachdem, wie jetzt unser Feld aussieht, wenn wir zum Beispiel schon die Counter-Trap von den Orcus liegen haben, die Crescendo, dann kann man sich überlegen, okay, man geht jetzt einfach in die Main-Phase vom Gegner, dann lässt man ihn irgendwas tun, hoffentlich etwas, was jetzt nicht direkt das Feld wegknallt. Dann kann man die Mascarena unchain und sich seinen Long Gear so holen aus dem Extra-Deck, sodass halt direkt die Trap live wird. Aber wo ist sie denn? So, dann kann man ein Ding gehen, dann ist die Trap direkt live und man hat noch Beckenskelett, mit dem man aus dem Friedhof halt unter anderem halt zum Beispiel das, den Gear so halt specialen kann, um nochmal den Gegner zu interrupten und wenn er halt entsprechend dagegen noch was hat, dann hat man halt noch den Albtraumritter, mit dem man halt theoretisch den Gizmec in den Friedhof legen kann. Man kann aber auch was anderes machen. Man kann sagen, wenn man Mascarena auf dem Spielfeld hat und das Beckenskelett hier, kann man natürlich auch sagen, hey, ich benutze meinen Albtraumritter im Friedhof. Banishe den, targete jetzt mal eins von den beiden Monstern und leg stattdessen den Gizmec in den Friedhof. Was ich persönlich jetzt nicht als so gutes Play finde, weil das ein bisschen zu viele Ressourcen saugt. Dann kann man halt den Gizmec benutzen und kann entsprechend 8 Karten von seinem Deck banishen, um ihn zu specialen. Dann kann der Gegner in seine Mainphase gehen und dann kann man halt, wenn man möchte, was ich halt echt wirklich nicht gut finde, man geht dann damit dann zusammen in den topologischen Bomberdrachen, weil den kann man auch normalerweise günstiger machen als so. Und kann entsprechend dann mit dem Beckenskelett halt noch einmal ein Monster da reinwerfen, was da reingelegt wird. Dass der Dingirso, also ob man jetzt mit der Topologik jetzt schießt oder mit dem Dingirso wegsendet, muss man halt für sich selbst überlegen. Was eigentlich das
Beste ist meiner Meinung nach, damit man halt die meiste Flexibilität insgesamt halt dabei hat, ist, wenn man halt noch den Albtraumritter im Friedhof hat und der Gizmic noch im Deck ist, ist, den Gegner einfach dann in seinen Zug gehen zu lassen, wo man jetzt halt wirklich nicht die Trap hat und nicht in den Longisu gehen möchte, dann lässt man ihn halt seinen Stuff machen und wenn irgendwas Gefährliches zuerst kommt, dann linkt man mit denen zuerst einmal in das gute alte Albtraumritter Einhorn, dann kann man eine Karte discarden und eine Karte zurückspinnen. Und das ist halt schon ein sehr starker und guter Effekt während des gegnerischen Spielzugs. Und dann hat man halt immer noch die Möglichkeit, jetzt halt mit Beckenskelett dann nochmal mit dem Dingirsu aufzuhalten, wenn man möchte. Oder entsprechend halt schon mal nachher dann das Setup zu machen mit dem Albtraumritter, je nachdem, ob man dann die Weltlanze reinlegen möchte. Oder den Gizmec und den dann in der Endwave Special will. Da hat man so ein bisschen seine Options. Da gibt es so einige Möglichkeiten, die man halt mit der Maskarene entsprechend dann machen kann, die man dann im gegnerischen Spielzug so anstellen kann, damit man den Gegner halt entsprechend ja, ein bisschen ärgern kann. So, das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Joa, das soweit zu den Kombos. Dann habe ich mir noch hier ein paar Booster gesaved. Ein paar really old school Booster habe ich mir gesaved für Random Pack Openings. Die werdet ihr ja irgendwann mal in Zukunft mal vielleicht irgendwo mal sehen. Und ja, ich habe unter anderem auch das Meme geholt. Mein allererstes Booster Pack, was ich hier aufgemacht habe, hier auf dem Kanal. Das Star Pack 2013, weil ich dachte mir, hey, wenn das schon mal da ist, schnappt man zum Booster dazu. Die habe ich mir da auch nochmal gesichert. Das war dann direkt auf der Comic Con, die ich mir dann da gekauft habe. Und ja, den Rest werdet ihr dann entsprechend ja, auf der, oder beziehungsweise dem Video am Sonntag sehen, bei unserem Vlog. Sehr gutes Turnier, wir haben schön viel was abgesahnt, das Deck war sehr gut, ich fand mich diesmal auch schon deutlich besser vorbereitet als die letzten Male. Wird noch dieses Jahr halt so ein bisschen Stolperstein sein, für nächstes Jahr können wir uns dann mal wirklich competitive auch wirklich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Ja, wie gesagt, kleiner Tropfen auf dem heißen Stein halt, die Sache mit dem Italiener, aber gut, ist dann halt so gewesen. Ich hoffe, euch hat soweit dieser Turnierbericht gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir, bis zum nächsten Mal und tschüssi.